Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid heute in meiner Häkelwerkstatt für Tiere. Balltiere nenne ich sie. Die habe ich selber entwickelt, entworfen und dann gefertigt. Und damit kann man toll spielen, liebhaben, kuscheln, sammeln und vor allen Dingen selber häkeln. Nicht erschrecken wegen Häkeln, wenn du das noch nicht kannst. Ich habe so eine tolle, einfache Häkelschule im Kanal Kreativ-Reich, die Kekerplauderei in den Playlists. Dann kannst du von einem Mittag häkeln lernen und dann diese Sachen Stück für Stück machen und natürlich noch viel, viel mehr. Ich bin Kerstin und ich freue mich, dass du riesig, dass du da bist und mir mit mir häkeln möchtest. Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid in meiner Häkelstube, in meiner Häkelschule für tolle Deko, Tiere und viel, viel mehr. Ich möchte mit euch ganz gerne eine Grundform häkeln für Löwen und andere Tiere, die man dann in Kugelform wie ein Ball verwenden kann, zur Deko, zum Kuscheln aber auch. Oder wenn man es in 100% Baumwolle macht, mit ganz dünner Wolle, das ist dann 2 bis 3, kann man dann kleine Mobili-Tiere mitmachen und zum Beispiel über ein Babybettchen hängen und. Geht ganz einfach. Ich zeige es mit einer dicken Wolle, schön als Grundform, damit man alles gut sieht. Und nur zum Schluss muss man dann nochmal 4-5 Maschen offen lassen und als endlos rundherum 8, 9, 10 Reihen machen und hinten ein bisschen Fellwolle mit Luftmaschen, das zeige ich aber noch. Und dann hat man solch eine Grundform erstmal für tolle Tiere. Meine Idee, Entwicklung und Fertigung. Und wenn ihr mich noch besser kennenlernen wollt, wenn ihr mich noch nicht kennt, ich bin Kerstin von Kreativ-Reich, die Kekerplauderei. Ich häkel nicht nur, ich entwickle alle meine Sachen selber. Und wenn du da mal auf meine Startseite gehst, ist oben eine kleine Leiste, da steht Playlists. Und wenn man die anklickt, kommen alle Ordner wie Häkeln, Stricken, Basteln, Basteln für und mit Kinder, Betonsachen, Edelrostsachen in Upcycling mit einer tollen Paste, die ich entwickelt habe. Deko für Haus und Garten, Balkon, Terrasse, Blumenwerkstatt. Frühling, Sommer, Herbst und Winterideen, vieles, vieles in Upcycling. Auch mein Geldbeutel ist klein. Trotzdem soll es toll aussehen. Tipps und Tricks gibt es immer dazu. Im ganzen Ordner nur mit Vorlagen, Tieren, Kostümen, Mittelaltersachen und. Einfach mal reinschauen und sich inspirieren lassen. So, das sind schon mehrere fertig. Und fürs nächste habe ich mir diese Wolle rausgesucht. Die fand ich ganz, ganz toll. Bitte passt die Wolle immer an die passende Häkelnadel an. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du sehr locker häkelst, vielleicht noch eine halbe Nummer kleiner, weil es ausgefüllt wird. Und dann passt das schon. Und dann muss als erstes die Grundform gehäkelt werden. Upsa. Die ich hier aufgeschrieben habe. Und dann geht's mal los. So, an Rost und Natur habe ich es schon gehäkelt. Jetzt machen wir nochmal der Anfang in hell, da sieht man es am besten. Und dazu, wie gesagt, 4 Luftmaschen. Wenn du nicht häkeln kannst, ich habe auch eine tolle, einfache Häkelschule, dann kann man das lernen. 3, 4 Luftmaschen zum Ring mit einer Öselkettmasche schließen. Da verdoppeln wir dann, jetzt kommen 8 feste Maschen hinein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Dann schließen wir das mit einer Kettmasche oder einer Öse, wie es jeder mag, zum Benennen. Dann kommt in jede Masche kommen zwei Maschen hinein. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Rundherum. Und wenn man das nicht erkennt, wo denn jetzt die Reihe anfängt oder aufhört, weil ich diesmal den Anfang nicht mache mit Luftmaschen, weil man da immer so eine Naht sieht. Das kannst du aber auch machen, wenn du die Reihen sehen möchtest, dann richtig, dann wird am Anfang nach der Kettmasche, wenn man die Reihen schließt, einfach zwei Luftmaschen noch gemacht. So, hier wäre die Reihe zu Ende. Ich schließe das. Und dann würden jetzt da zwei Luftmaschen gemacht werden. Und ansonsten lege ich ein Fädchen rein, dann weiß ich immer, wo ich anfange. Oder eine Sicherheitsnadel oder was auch toll geht, so ein Röhrchen von den Gardinen. So, jetzt wären wir bei der nächsten Reihe. Zwei in die erste, dann eine. Zwei in die erste, eine. Bei der nächsten Reihe wären dann zwei in die erste, aber zwei einzelne. Dann wieder zwei. In der dritten Reihe zum Zunahme ist dann zwei einzelne, sechs. Mal zwei in eine, sechs einzelne. Und dann einfach zwei in die erste, dann acht einzelne, zwei immer eine Reihe lang. Die erste zeige ich jetzt, was ich mit meine. Also in die erste Masche kommen zwei, eins, zwei. Dann kommt eine einzelne. Dann kommt wieder zwei. Eins, zwei. Und eine einzelne. Und dann nach der Häkelschrift genauso fortfahren mit den einzelnen und den doppelten jeweils in eine Masche. So, durch die Zunahme ist jetzt so ein Käppchen entstanden. Das ist unrund, das ist aber so gewollt. Weil wir machen ja auf der Seite sozusagen die Schnauze, den Kopf. So, und jetzt müssen wir einfach rundherum 11 Reihen oder du möchtest es ein bisschen größer haben, dann mach auf 15 oder so. Und um zu sehen, wo wir sind, lege ich wieder das Fädchen hin oder Sicherheitsnadel oder Röllchen, ne? Von der Gardine. Die sind ganz toll, dafür braucht man nichts kaufen. Und dann einfach rundherum unsere Reihen in festen Maschen gehäkelt, dass der Bauch entsteht. Das ist meine Idee wirklich, habe ich dann entwickelt, ausprobiert und dann verschiedene Tiere schon gezeigt. Bienen, Igel und, in klein und in groß, als Kischlernsäckchen, als Wärmesäckchen, als Kühlsäckchen. Und jetzt nochmal hier diese. Da kommen aber noch mehr dazu. Immer wenn mir was Neues einfällt, dann gibt es jetzt die Grundform und dann kann man weiterarbeiten mit. So, die 11 Reihen habe ich jetzt gehäkelt. Hier ist Fädchen, dann kann man hochzählen. Das ziehe ich jetzt raus, dass ich wieder weiß, wo fange ich an. Oder die Sicherheitsnadel oder das Röhrchen von den Gardinen. So, jetzt muss ich abnehmen. Und dazu nehme ich zwei zusammen. Die erste Masche eingestochen und die zweite heraus. Mache zwei zusammen, dann stricke ich, häkel ich zehn einzelne und mache wieder zwei zusammen. Andere Art abzunehmen. Ich habe die erste Masche, ich habe die zweite Masche, dann habe ich drei auf der Nadel und ziehe sie durch. So kann man es auch machen. Jetzt zehn einzelne. Eins, zwei, also zehn einzelne und dann das gleiche wieder abnehmen, aber nur eine Reihe lang. Und wenn wir das gemacht haben mit der einen Reihe, mit den zehn einzelnen dazwischen, dann müssen wir endlos häkeln. Und das heißt, zwei zusammen, dreimal eine einzelne, zwei zusammen, dreimal eine einzelne und als rundherum, bis du nur noch vier oder fünf Maschen hast. Weil dann häkeln wir das Schwänzchen dran.
Aber nicht vergessen, wenn du noch gut reinkommst, dass du den Körper schon ausfüllst. Das Schwänzchen nicht, das braucht man nicht, aber der Körper muss gut ausgefüllt werden. Und dazu erzähle ich immer wieder, wenn ich füll mit Füllwatte. Ich kaufe keine Füllwatte, das ist mir einfach zu teuer. Ich nehme aus dem Discounter von IKEA, Jysk, sonst wo ganz billige große Kissen 80x80 oder gar Decken, wenn ich die günstig bekomme. Schneid eine Ecke auf, hol mir die Füllwatte raus und füll damit aus. Oder vielleicht hast du mal eine Schaumstoffmatratze. Ich hatte auch eine, die habe ich in Würfel geschnitten draußen mit einem scharfen Messer, so 25x25, immer mal einen Würfel nur zur normalen Wäsche dazugegeben, weil die saugen sich sonst voll Wasser, dann dreht sich die Trommel nicht mehr und durchgewaschen und wirklich lang getrocknet. Was ich auch immer aufhebe, sind die Aufwaschschwämme. Die harte Seite mache ich runter, dann wasche ich die auch in der Waschmaschine und lass sie trocknen. Und wenn man gar nichts hat, man kann dann auch mal wirklich bei sowas ein Gästehandtuch nehmen und ausfüllen. Dann ist es halt ein bisschen fester. Also nehmt, was zu Hause ist. Auch alte Kuscheltiere, die wirklich nicht mehr gefallen. Die wasche ich komplett, lasse sie trocknen und hole dann erst die Füllwatte raus. Und wenn ich wirklich Füllwatte habe, die nochmal gewaschen werden muss, die tue ich in alten großen Kissenbezug, Reißverschluss zu oder Binse mit einem Band zusammen und wasche sie dann, damit der Waschmaschine nichts passiert. Und dann nehme ich immer das zum Ausfüllen und kaufe nicht das teure Zeug. Das war jetzt noch der Upcycling-Tipp. Und wie gesagt, jetzt abnehmen, abnehmen, abnehmen und Schwänzchen dran häkeln, nachdem es gefüllt ist. Und dann machen wir. So. So viel habe ich jetzt schon gehäkelt. Ich habe jetzt die 11 Reihen fertig und dann kommen wir zum Abnehmen. Außer du möchtest das gerne noch ein bisschen größer haben, dann kannst du ruhig noch 4, 5, 6 Reihen mehr dazu machen. Abnehmen geht so: 2 zusammen, 10 einzelne, 2 zusammen. Du kannst zusammen machen, entweder so, du stichst in eine Masche ein, in die andere heraus und machst so zusammen. Und dann 10 einzelne oder wieder wird abgenommen, dann stickt man die erste ein, holt sich eine Schlaufe, sticht in die zweite ein, holt sich eine Schlaufe und zieht die fest den Faden durch alle drei durch. Dann kommen wieder die 10 einzelnen, eine Reihe lang. Und das ist immer am besten wirklich, sich den Faden dahin zu machen oder die Sicherheitsnadel oder in Röllchen von den Gardinen zum Einhängen. Das geht wirklich total super. Tut nicht weh, sticht man sich nicht und kann immer umhängen oder 2, 3 verwenden. Wie gesagt, jetzt da 2 zusammen, 10 einzelne, 2 zusammen und dann bis zu einer Öffnung, wo du gut füllen kannst. 2 zusammen, dreimal eine, 2 zusammen, endlos. Da bei den 10-mal eine und 2 zusammen ist es nur eine einzige Reihe und bei den 3 einzelnen und 2 zusammen ist es endlos bis zum Schluss, bis noch 4, 5 Maschen da sind. Und das Füllen nicht vergessen. So, die Grundform ist jetzt fertig und jetzt möchte ich gerne den tollen Schwanz anbringen. Da gibt es ja so viele verschiedene Farben, du entscheidest, was du gern hättest. Ich nehme diese hier, genau passend zur Wolle und habe jetzt auf eine größere Nadel gewechselt. Die ist jetzt dabei 6. Und dann häkle ich endlos an mit festen Maschen immer
rundherum. Und ein Tipp von mir, wenn du das Ganze drehst und häkelst, von innen wird die Wolle schöner, komischerweise. Weil innen ist sie immer schöner. Das bedeutet, du musst halt innen rundherum häkeln in festen Maschen statt außen. Und zum Schluss werden einfach die 4, 5, 6 oder 7 Maschen, die du verwendest, zusammengehäkelt. Immer zwei zusammengehäkelt, dann gibt es eine schöne Spitze und ich mache 15 cm und dann sieht das wirklich toll aus. So, wir kommen jetzt zu den Ohren. Dazu brauchst du nur eine Restwolle in der Farbe, die dir am besten gefällt. Ich habe jetzt schon mal eins vorbereitet. Du kannst sie solo machen oder anhäkeln. Das liegt bei dir. Wenn du die anhäkelst, musst du 3 Luftmaschen machen und da hinein 3 feste Maschen. Und dann geht es weiter, so wie ich das hier zeige. Ansonsten häkeln wir 3 feste Maschen an. Nehmen den Faden und häkeln einfach 3 feste Maschen in den Grundkörper. So. Nehmen wir den Anfang. Die erste zählt nicht. Da, wo wir den Faden angesetzt haben, wir brauchen dann richtig 3 feste Maschen. Dann drehen wir das Ganze. Upsi, sorry. Ich hoffe, ihr seht es einigermaßen. Hier sind die 3 festen Maschen. Jetzt machen wir eine Luftmasche und dann machen wir an jede der festen Maschen 2 Stäbchen. Ich weiß, sieht mir jetzt ein bisschen schlecht. Ein bisschen ummodeln. Also, ne? In jede feste Masche 2 Stäbchen. 1, 2. Und in die letzte auch 2. Dann drehen wir das Ganze wieder und machen eine Luftmasche. Na, jetzt hat sich hier der Faden gezogen und dann raus. Also wir haben jetzt 6 Stäbchen. Dann machen wir eine Luftmasche, drehen das Ganze und machen jetzt nochmal in jede des Stäbchens 1 Stäbchen. So, dann drehen wir das Ganze und jetzt einfach aus jedem Stäbchen eine Öse ziehen. Also 1, 1, 1 und du kannst hinten nochmal 1 reinquetschen, das liegt bei dir von der Form her. So, und dann nehmen wir einfach den Faden und ziehen durch alle Ösen durch, dann wird das so ein schönes spitzes Ohr und Luftmasche. Feste Maschen hinein und fertig, wenn es halt abgerutscht wäre. Und fertig ist das Ohr. So. Faden abschneiden, Fäden vernähen. Festziehen natürlich. Und dann haben wir 2 schöne Ohren, die sich auch noch so ein bisschen nach innen aushöhlen sozusagen. Und noch ein Tipp, wenn ihr es noch schöner haben wollt, könnt ihr einfach noch mal eine Fellwolle nehmen und rundherum um das Ohr feste Maschen machen. Ja, die ist ein bisschen lang, aber das kann man sich dann schön zuschneiden und dann sieht das noch schöner aus. Einfach die Franseln von der Fellwolle ein bisschen kürzen mit dem Scherchen, aber rundherum nochmal feste Maschen. Sieht ganz toll aus und wirkt dann erstmal richtig schön. So, hier habe ich es jetzt mal gemacht mit der Fellwolle.
Da ist es noch ohne. Kannst du denn entscheiden, was dir besser gefällt? Und nochmal ein Tipp von mir. Das ist natürlich dann nicht wasserfest, aber es pimpt das Ganze noch ein bisschen auf. Wenn du einfach ein bisschen Lidschatten nimmst, ein Pinselchen und malst hier drinnen nochmal so die Tiefe rein. Hast du eine dunkle Wolle, musst du was Helles nehmen. Hast du eine helle Wolle, nimmst du einen dunklen. Und dann kann man dann wirklich so nochmal ein bisschen Tiefe reinbringen und leben. Geht auch mit Acrylfarbe. Das ist wasserfest. Und hier kann man es ja nach dem Waschen, wenn man es waschen möchte, wiederholen. Und das pimpt wirklich extrem auf. Kann man sogar noch ein bisschen schattieren. Noch mit einer Braun. So zwei, drei Farben. Und dann hat man es wirklich richtig toll gemacht. Und so einfach geht das, so male ich auch meine Ohren und meine ganzen Sachen. Ich male ja auch ganz große Bühnenbilder, die mindestens 12 Meter breit sind, 3-4 Meter hoch. So, und dann hat man dann auch schon wieder so ein bisschen was reingebracht, ne? So mit Naturtönen. Nur mal so als kleiner Tipp. Die Nase. In helleren Farben reicht ein Restteil. Ein bisschen länger den Faden lassen und die erste Luftmasche machen. So. Dann nehmen wir den doppelten Faden und machen noch 6 Luftmaschen drauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann den kürzeren Faden weggelassen. 1, 2, 3 in die drittletzte kommen jetzt 4 Stäbchen. 1, 2, 3, 4. Dann haben wir schon mal eine Grundnase, die man dann immer variieren kann. Für ein Häschen, Katze, Häschen macht man dann nochmal Luftmaschen, ein zweites dran und dann kann man es rechts und links umlegen. Ne, hier so auf die Seite nochmal. Zum Beispiel. So, jetzt wechsle ich in Schwarz. Und dann ziehe ich mir einfach den Anfang durch. Kann ruhig ein bisschen länger sein, kann man es noch zum Vernähen nehmen. Na, und aus eine Luftmasche festziehen, drehen. So, jetzt mache ich 2 feste Maschen. 1, 2. Achtung, jetzt mache ich eine ganz tief feste Maschen. Und zwar da hinein, wo ich die Stäbchen angesetzt habe. Und ziehe das fest und dann nochmal 2 feste Maschen zusätzlich. Da bin ich dann wieder am Rand. 1, 2. So, und dann hätte ich schon mal eine Nase für einen Löwe zum Beispiel. Jetzt mache ich aber hierbei noch weiter und häkel bis auf die unteren Luftmaschen, was so übersteht, nochmal den Nasenansatz rundherum. Hier muss man aufpassen. Die Luftmaschen, die ich unten angehäkelt habe, nehme ich nicht mit. Die klappe ich dann um und steche unten hinein, dass ich nur da umrande.
komme dann auf der anderen Seite wieder raus, schneide mir den Faden großzügig ab, den nehme ich dann nämlich zum Vernähen. Und dann habe ich in einmal eine tolle Tiernase gehäkelt. Die letzte ist keine feste Masche, eher so eine Öse, also die vorletzte Masche, Schlaufe durch die letzte dann ziehen und dann habe ich so eine tolle 3D-Nase, weil die wölbt sich auch noch ein bisschen. So, Faden großzügig abgeschnitten und dann kann ich das damit annähen. Und dann habe ich so eine coole Nase, das kommt nach unten. Und kann die dann annähen. So, jetzt habe ich die Nase professorisch mal angenäht. Hier ist schon mit den Lippen dazu, dem Mündchen. Und hier ist es ja die Luftmaschen. Die lasse ich einfach hängen und dann gehe ich mit einem passenden Faden hier rein. Ziehe mir das durch, auch den Knoten. Und dann nähe ich einfach mal so hoch mit dem Faden. So hoch und gehe wieder in die Mitte, rückwärts, unten drunter, na, und ziehe es mir durch, ja klar, boah, für Effekt, sonst geht das wie nichts. So, und dann habe ich es auf einer Seite und dann steche ich auf der anderen Seite nochmal ein und gehe auch in die Mitte. Und wenn es beim ersten Mal nicht schön war, dann macht das halt nochmal. So, und dann hat man so einen kleinen Mund. Und wie gesagt, man kann ihn auch ein bisschen größer machen, wie hier. Und so einfach geht es dann innen drin den Faden vernähen. Ich gehe dann innen hoch in die Nase vernähen da und dann ist der Mund schon mal drauf. Und so wird es dann aussehen mit einem großen Mund. Das entscheidest du dann, wie du es gern hättest. So, wir kommen jetzt mal zu Augen. Ich habe mir mal hier überlegt, mit einer Bubblewolle im Funny Schrupp. Das sind diese Garne, wo man ganz toll Waschlappen mitmachen kann. Peeling habe ich euch auch schon gezeigt. Waschhandschuhe und. Aber mit 100% Baumwolle geht es genauso. So, und dann kann man einfach einen Rest nehmen. Und dann machen wir 4 Luftmaschen. 1. 2, 3, 4. Dann schließen wir das mit einer Kettmasche oder einer Öse zu so einem kleinen Ring. In die erste einstechen, durchziehen, fertig. 2 Luftmaschen. 1, 2. Und jetzt in diesen kleinen Ring 8 feste Maschen. 8 feste Maschen. So, dann schließen wir das wieder mit einer Kettmasche, die Reihe. Einfach die vordere durch die hintere Öse ziehen. Und dann gehen wir auf eine andere Farbe. Ich habe jetzt hier schwarz. Oh Leute, das ist immer so. Dann den Anfang finden. So, wir wechseln auf schwarz, ziehen es durch, machen wie eine Luftmasche. Und dann häkeln wir 2 feste Maschen in 1, 1, 2, in eine vorangegangen, dann nochmal 2, in die nächste Masche 1, 2, alles feste Maschen. Und dann kommt ein Trick. Passt mal bitte auf, ihr geht mit der festen Masche, mit der Schlaufe durch den Mittelpunkt und macht ganz locker im Mittelpunkt am Anfang Öse 3
feste Maschen hinein, aber ganz locker. So, und jetzt dann nochmal zwei einzelne feste Maschen. Zwei in eine. Nochmal zwei in die nächste feste Masche. Schon ist ein Auge fertig. Großzügig abschneiden, weil man mit dem Faden dann annähen kann. Und dann hat man so ein tolles Auge. So, bei den Augen nehme ich erstmal eine Gelb und sieht es auch besser. Und dann, die geht ganz, ganz einfach und simpel. Zuerst machen wir eine Luftmasche. Insgesamt 4, 1, 2, 3, 4. Die schließen wir mit einer Öse- oder Kettmasche zu so einem kleinen Ring. Dann machen wir zwei Luftmaschen, 1, 2. Und dann machen wir 6 bis 8 Stäbchen in den kleinen Ring. Warum 6 bis 8? Weil jeder unterschiedlich häkelt. Mal ein bisschen fester, mal ein bisschen lockerer. Und ich möchte, dass mit den Stäbchen genau die Hälfte ausgefüllt ist. Von dem Ring. Ein Halbkreis, ne? Und dann guckst du mal, wie viel du einsetzen musst. Also, dass der Halbkreis dann steht. Auch noch eins. So, Halbkreis steht. So, dann wechsle ich auf eine Schwarz. Ich habe hier eine Fanny Schrupp oder ein Bubblegarn von den Waschlappen, Aufwaschlappen, Peeling. Da habe ich euch auch schon gezeigt. Das ist ganz toll dafür. Man kann aber auch jedes andere dünne Schwarze nehmen. Dann wechsle ich da drauf, mache damit eine Öse, eine Luftmasche. Dann habe ich gewechselt und dann gehe ich hinein und mache feste Maschen am Oberlid sozusagen. Ne? Und häkel das nochmal ab. Und dann habe ich schon die Grundlage dafür. Und die Pupille, die nähe ich dann ein. Das klappt aber nicht gerade jetzt da. Für die letzten zwei Maschen ist dann Knoten drin. Und ich komme nicht voran. Das ist jetzt richtig dumm. Naja. Und da wirklich nur die Hälfte wird abgehäkelt. Und unten her bleibt es in Gelb. Und dann hat man wieder eine kleine Grundlage für ein Auge. Sieht vielleicht noch nicht so aus, kommt aber. So, dann müssen wir natürlich auch noch eine Pupille aufstechen, sticken. Und da habe ich einen schwarzen Faden einfach doppelt genommen, kommt von unten rein und mache das jetzt zwei, dreimal und steck mir dann eine schöne Pupille mit hinein. So einen Lichtpunkt in Weiß kann man da noch reinmachen. Das sieht auch immer ganz toll aus. Oder wenigstens aufmalen mit einer weißen Farbe. So, und dann habe ich schon die Pupille. Ja, und dann wird es aufgenäht, wie ich das hier schon gemacht habe. Und dann gucken wir es uns dann von näher nochmal an. Oder wenn beide drauf sind. So, und dann kann man wirklich so einen Lichtpunkt noch einmachen, drauf sticken. Oder vielleicht einfach mal eine Schminke genommen. Und so einen Lichtpunkt drauf gesetzt. Oder eine Acrylfarbe, eine Deckweiß. In der Kamera sieht man es jetzt nicht so toll. Aber da kommt Leben rein. Und jetzt seht ihr die Lichtpunkte. Und das peppt das Ganze noch extremst auf.
So, und jetzt werden die Augen einfach nur aufgenäht. Und dann gucken wir uns das Endergebnis an. Und man kann noch einen Lichtpunkt in der hellen Farbe, weiß oder beige, einsticken. So, dann habe ich noch einen weißen Lichtpunkt eingestickt mit einem dünnen Garn. Aber das Ganze kannst du natürlich auch mit Augen machen. Aber bitte beachte, wenn du kleine Kinder hast, die gern wirklich das rausmachen und tun und Verschluckgefahr, dann lass das einfach weg. Das geht jetzt wirklich nur zur Deko, aber bei kleinen Kindern auf gar keinen Fall. So, und dann werden die zwei erstmal fertig und schauen dich an. So, ich habe hier einen Garn. Kommt drauf an, wie lang die werden sollen. Die habe ich einfach mal in gleicher Länge verschlungen, dann brauche ich die nur einmal machen und dann nehme ich mir so eins, so 8 cm, lege das zusammen, gehe jetzt in das Tier hinein, ziehe mir die erste Schlaufe durch, dann die beiden, ziehe es durch und fest und habe dann schon mal Barthaare. Und da mache ich jetzt so 2, 3 hin. Das ist jetzt ein bisschen hoch, muss ich ein bisschen tiefer setzen und dann ist es fertig. So, ich habe hier einen Garn. Kommt drauf an, wie lang die werden sollen. Die habe ich einfach mal in gleicher Länge verschlungen. Dann brauche ich die nur einmal machen. Und dann nehme ich mir so eins, so 8 cm, lege das zusammen, gehe jetzt in das Tier hinein, ziehe mir die erste Schlaufe durch, dann die beiden, ziehe es durch und fest und habe dann schon mal Barthaare. Und da mache ich jetzt so 2, 3 hin. Das ist jetzt ein bisschen hoch, muss ich ein bisschen tiefer setzen und dann ist es fertig. Und dann sage ich danke, toll, dass du da warst, dass du mit mir kreativ warst. Noch viel, viel mehr immer auf meiner Startseite in den Playlists. Auch die Neuankündigungen findest du da. Ich sag jetzt tschüss, alles Liebe, alles Gute, schön gesund bleiben oder gesund werden. Deine Kerstin.